Eine von drei Komponenten für den Austausch, das ist ja. Aha. Gehe zum MPT-Kontrollzentrum. Installiere die Ersatzteile in der SE-Einheit. Ich habe jetzt die drei Ersatzteile. Ich werde sie jetzt einsetzen. Aber vorher schaue ich hier nochmal hin. Okay. Ich glaube, dann brauche ich das mittlere. Wieso nicht? Ach so, ich kann das auch noch so. Ach so. Ja, warte mal. ASE-Netzwerkzugriffsbordersatz erfolgreich. ASE-Verbindung zu Anlagennetzwerk Mond eingerichtet. ASE-Hardware-Diagnose wird fortgesetzt. ASE-Schubdüsenstatus defekt. Kompletter Düsenaustausch empfohlen. Dein Ernst? For Daddy from Kathy and Teddy. Oh. 19.03.2052. Junge Claire Johansson erhält WSA-Trophäe. Im atemberaubenden Abschluss eines Kopf-an-Kopf-Rennens hat die Studienanfängerin Claire Johansson, Tochter des Luna-Ratsmitglieds Isaac Johansson, den ersten Preis des preisträchtigen Unsere Zukunft-Wettbewerbs erhalten. Der zweimal jährlich stattfindende Wettbewerb, eine Initiative der WSA, ist der größte seiner Art und fördert die Innovation in der Raumfahrt und den Technologien für nachhaltige Entwicklung. Die Jury wird von der leitenden Wissenschaftlerin der WSA und Luna-Ratsmitglied Rosa Levert geleitet. Claire Johansons Beitrag zeugt von einer Brillanz, die in ihrem Alter selten ist, sagte Dr. Levert über Johansons Entwurf. Die Effizienz und Ausdauer ihres Raketenentwurfs ist außerordentlich und hebt sich vom Rest ab. Als Teil ihres Preises hat Claire Johansson eine offene Einladung gehalten, sich Dr. Rosa Levert's Forschungsteam auf dem Mond anzuschließen. Die junge Johansson hat bemerkenswerterweise kein Interesse daran bekundet.
Beispiellos, kommentierte Dr. LeVert. Hat Pech gehabt, ne? You're still my center of gravity. Much loveless. Also, hä? Also 2037 bis 2047? Du bist immer noch mein Gravitationszentrum, mein liebe Liz. Awww. Hier noch was drücken oder? 11.06.2054. Hi Isaac. Ich weiß, du bist beschäftigt. Könntest du jedoch bald ein neues Modul in meinen ASE installieren? Chefingenieurin Sarah Baker von der Pearson Raumstation hat ein zusätzliches Emotionsmodul kreiert, das faszinierend ist. Für Casey wäre das auch toll. Rosa. 11.06.2054. Hi Rosa. Es tut mir leid, aber dringliche Angelegenheiten in Tomburg erfordern die nächsten paar Monate meine volle Aufmerksamkeit. Außerdem weißt du, wie sehr Casey selbst ein ASE haben will. Sie hat nicht aufgehört, danach zu fragen, seitdem du ihr deines gezeigt hast. Wie sind ihre Wachstumsergebnisse, Isaac? 12.06.2054. Hi Isaac. Natürlich. Unsere Pflichten kommen zuerst. Was Casey angeht, ich will ehrlich zu dir sein. Die Testergebnisse sind da und sie wächst überhaupt nicht wie ein normales Mädchen in ihrem Alter. Ich habe Angst um ihre Gesundheit, Isaac. Vielleicht hatte sie es auf der Erde doch besser. Bitte denk zumindest an das Programm, Rosa. 12.06.2054. Rosa, du weißt, dass es ihr auf der Erde nicht besser gehen würde als hier. Ich werde an das Programm denken. Danke, du bedeutest ihr viel, Isaac. Installiere die Schubdüsenkomponente in der ASE-Einheit. Okay. Mach ich doch. Wo fange ich denn an? Hier am besten, ne? Ne, warte mal. Von innen nach außen. Ich brauche noch was anderes vorher. Da kann es ja nur das sein.
Hä? Ach, lol. I get it. I think I get it. Verstehe. ASG-Schluchtdüsenaustausch erfolgreich. Zum Abschließen der Wartung bitte neu starten. Bitte funktioniere, bitte funktioniere. Hey, du Kleiner. Na komm mit, ASI. Aber wisst ihr was? Obwohl, Moment. Warnung, Generatorüberladung, Bereichssperrung aktiv. Ja, aber was bringt mir diese... Sender und Empfänger, Isaac Johnson. Warnung, Generatorüberladung, Bereichssperrung aktiv.
Wie wechsle ich nochmal zu meinem Freund? Mit C. Okay, okay, nach unten, nach oben, nach links. Tagieren. Da lang. Da interagieren. Sehr gut. Very good, my friend. Very good. Very good indeed. Isaac, hallo. Ich weiß nicht, ob diese Nachricht dich je erreicht. Ich glaube es nicht. Aber versuchen muss ich es. Wir haben seit dem Streit wegen Kathy nicht miteinander geredet. Ich will, dass du weißt, dass es ihr gut geht. Alles gut. Diese Nachricht ist die letzte, die du von mir oder sonst wem hier erhalten wirst. Wahrscheinlich wirst du das nie verstehen. Tu ich auch kaum. Wenn jemand je herausfindet, was hier los war, ich habe es für sie getan. Deine Schwester, damit sie eine Chance hat. Aber du wirst es schaffen. Großes erreichen. Pass auf dich auf. Ich liebe dich. Hätte ich öfter sagen sollen. Als du mich noch Vater nanntest. Leb wohl, Claire. Die Notlage des Vaters. Isaac Jones sendet eine letzte Nachricht an seine Tochter. Tja, mein Freund, das ist doch echt unglaublich, was hier geschehen ist, oder? Oh Mann. Boah. Aber was genau ist hier passiert? Also so hundertprozentig... Hundertprozentig verstehe ich es ja immer noch nicht. Richtig an. Alex, scanne Datenverlauf. Ah, eine Aufzeichnung. Rolf, bitte kommen. Ich glaube, ich hab was. Eine Aufzeichnung vom 23. Wann war das? Vor 2 Tagen? Sicher? Ja. Kannst du das von oben sehen? Glaub schon. Fang an. Alex, projiziere Hologramm vom 23.09.2054. Das ist nicht nur die Crew der Mondzentrale. Das sind zu viele.
Das ist die Turmbau-Evakuierung. Bist du sicher? Diese Namen waren vorher nicht hier. Der Stein ist noch staubig. Du meinst auf dem Monument? Ja. Opfer der Turmbau-Evakuierung. Das Datum ist das des Blackouts. Drüben bei Turmbau muss was passiert sein. Pearson an Expeditionsteam. Rolf, Sarah, gibt es Neues zum Status des MPD? Das ganze Netzwerk ist unten und ich konnte es bisher noch nicht wieder hochfahren. Beeilt euch. Wenn es mit dem Netzwerk nicht klappt, kommt ihr wieder hoch, egal wie es um das MPD steht. Ihr habt 20 Minuten bis zur Evakuierung. Verstanden, Control. Rolf, ich überprüfe die Wohnquartiere und gehe dann zurück zum Aufzug. Rolf. Als Heimstatt des hochmodernen Fusionsreaktors ist die Turmbau-Anlage das Herz der Abbaumaßnahmen auf dem Mond. Die Fahrzeugangabe verriegelt, nicht genug Energie. Mit einer Höhe von 400 Kilometern ab der Mondoberfläche ist der Pearson-Weltraumaufzug bei weitem das höchste Bauwerk der Menschheitsgeschichte. Die Station verbindet Mond und Mensch. Sicher und komfortabel. Das ehrgeizige Bauwerk wurde 2041 fertiggestellt, mit dem MPT als Krönung der Station. Damit war das MPT-Netzwerk endlich vollständig. Pearson Raumstation, unsere Stufen zu den Sternen. Ja, hoffentlich war die Deutsche Bahn nicht beteiligt. Hat da nicht gesagt. Die Copernicus-Mondzentrale, der Ort, an dem der Lunarrat und die Astronautenpioniere den ersten dauerhaften Außenposten auf dem Mond errichteten. Erfahrene Entdecker und neue Kolonisten kommen an dieser historischen Stätte zusammen. Hier, unter ihresgleichen, werden sie ihren Beitrag dazu leisten, eine sichere Zukunft für uns alle zu schaffen. Hier dämmert ein neuer Morgen. Ich stelle mir ja so vor, ne, wie dann so, wenn die Deutsche Bahn da beteiligt wäre, wie dann so ein Meteoritenschauer kommt, ja, das erste Mal, und dann, was? Es hätte ja kein Mensch damit rechnen können, dass da oben im Weltall Meteoriten rumfliegen. Von sowas hat man ja noch nicht gehört, also das können, wer soll denn mit sowas rechnen, also. Zumindest wäre das eventuell die Aussage des Vorstandes. Die Mitarbeiter wissen es wahrscheinlich besser und würden auch damit rechnen, aber das kümmert keinen. Eugenes Gedenkstein. Im Jahr 2048, 6 Jahre vor dem Blackout, versagte der experimentelle Cryo-Schlafgenerator Cryo heißt das übrigens, Gott. Ich habe Cryo gesagt, ne? Cryo-Schlaf natürlich. Cryo-Schlafgenerator in der Eugenes Forschungsanlage. Nur 3 Menschen überlebten. Maria Gonzalez, Dr. Rosalie Bird und Edgar Davis. Für ihre Tapferkeit im Angesicht einer Katastrophe erhielten sie jeweils eine symbolische Münze, von der eine zu fehlen scheint. Zugriff verweigert durch Rat. Anmelden. MPT-Diagnose. Hergestellt werden. Fahrzeug kann geöffnet. Ja klar. Muss ich jetzt auch noch zum Fahrzeughangar? Ach, da
da könnte ich Energie. Richtig, ja. Fahrzeughangar verriegelt. Nicht genug Energie. Ah, da wäre der Fahrzeughangar. Vielleicht finde ich hier noch was Nützliches. Die Energiedinger, da muss doch irgendwas muss Talia betreiben. Scheint mir aber nicht viel zu bringen. Nee, das hatte ich schon. Das Ding scheint kaputt zu sein. Aber wisst ihr was, Leute? Wie es weitergeht, erfahrt ihr auf jeden Fall. Allerdings. Mann, ich würde am liebsten, aber ich kann jetzt nicht. Fahrzeughangar verriegelt. Nicht genug Energie. Wo kriege ich diese Energie her? Da. Da drin vielleicht. Aber wie komme ich da ran? Wie wir da rankommen und wie es weitergeht, das erfahrt ihr auf jeden Fall in der nächsten Folge bzw. in der nächsten Session. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend oder einen schönen Tag oder einen schönen Morgen oder wie auch immer. Euer Verzetteler. Ciao!